heute wieder unterwegs, um eine versteckte Bunkeranlage zu finden und zu erkunden. Wie ihr hier sehen könnt, ist das das Gebiet, wo das irgendwo sein muss. Also müssen wir jetzt erstmal den Einstieg finden. Es gibt wohl mehrere. Mal schauen, wo uns das hinführt. Also, bis gleich. So Leute, wie ihr jetzt seht, haben wir die erste Konstruktion hier gefunden. Die scheint ja auch ziemlich zeitnah irgendwas jetzt hier weggebaggert zu haben. Jetzt ist hier noch ein Eingang. Dann können wir mal eben gucken, ob man jetzt hier weiterkommt. Oder ob wir uns das hier schenken können. So, seht ihr hier im Prinzip. Der ganze Beton ist ja auch von außen, habt ihr ja auch gesehen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen rein. So. Naja, ich weiß nicht, ob es da unten weitergeht, ob sich das jetzt lohnt, hier unten rumzugehen oder ob das jetzt hier alles verschüttet ist. Deshalb würde ich erstmal sagen, wir gehen weiter, weil hier oben, das sieht auch irgendwie so instabil jetzt aus. Weil wenn der hier mit dem Bagger rüber ist, ein paar Mal, keine Ahnung, da hinten ist noch eine Lampe. Ja, wir gucken uns erstmal vielleicht einen anderen Eingang an, der noch nicht so zugemacht ist und ja, gucken da erstmal weiter. So Leute, jetzt sind wir hier, also haben den Eingang jetzt gefunden in einer der Bunkerkanäle und wir sehen jetzt praktisch hier die ersten Abzweigungen, die ersten Gänge. Und gucken mal, wo uns das Ganze jetzt hier hinführt. Hier ist schon mal eine Sackgasse. Hier ist auch eine Sackgasse. Müssen wir noch ein bisschen weiter gehen. Okay, dann gehen wir erstmal ein bisschen weiter. Also, wir gehen jetzt hier wieder vollkommen unbedarft rein. Also, können jetzt gar nicht viel von der Geschichte erzählen. Nur, dass das halt hier in Deutschland ist. Und welchen Zweck genau die Anlage erfüllt hat, ob es jetzt irgendwelche zivile Schutzbunker sind, weil relativ in der Nähe Industrie ist, um die Arbeiter zu sichern oder militärisch. Hier ist zum Beispiel jetzt sogar eine uralte Liege, ein Bettgestell, total verrostet. Ja. Wow, und hier oben, das sieht ja cool aus. Oben sind hier so eine Tropfsteine. Aha, hier ist noch ein zweiter Eingang. Hier sieht man noch irgendwelche Markierungen von vorherigen Besuchern. Und hier ist zugeschüttet und da ist eine Ruhr. Das sieht aber merkwürdig aus. Das gucken wir uns gleich nochmal in Ruhe an, das Ganze. So Leute, wie ihr seht, hier ist jetzt das Ganze irgendwie zu. Geschüttet worden und jetzt ist hier nur noch ein Rohr, was da durchläuft. Man kann das Ende auf jeden Fall sehen und ich versuche da jetzt mal durchzugehen. Oh, jetzt muss ich hier in Hocke jetzt hier durchgehen. Oh, alter Schwede. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht so viel Staub aufwirbel. Seht ihr das? Das ist nicht gut für die Lunge. Ich drehe mich einmal. Da seht ihr den Ausgang. Und weiter geht's. Oh, Alter, das geht übel in die Oberschenkel. Das Ende ist in Sicht. Oh. Alter Schwede. Krass, Leute. Das hat mich erstmal gekickt. Da seht ihr das. Ja. Den hätten
hätten sie davor auch schon abschneiden können. Und hier seht ihr jetzt oben das Unbehauene. Hier ist jetzt kein Zement mehr. Hier sind so noch der pure Stein. Krass, ja, gehen wir mal weiter. Luftfeuchtigkeit ist hoch, merkt man. Ja, was das mal war, keine Ahnung. Ich meine, noch irgendwo gelesen zu haben, dass es auch ein unterirdisches Krankenhaus und Krankenbunker sein kann. Wow. Krass. Hier eine Tropfsteinhöhle. Wow. Krass, ey. Wirklich krass. Richtig weiß die Wände. Wow, hier oben. Ja. Und hier war schon mal was zugemauert. Haben es wieder aufgestimmt. Ja. Und ihr seht im Prinzip, das ist schon wieder betoniert. Runtergekommen. Uiuiui, hier oben. Da. Ja, das ist dann schon eine etwas gefährlichere Kiste, wie die Anlagen, die ich jetzt in Südtirol erkundet habe. Hier muss man schon mal ein bisschen besser aufpassen. So, dann gucken wir mal eben fix, wie es in den anderen Gängen so aussieht. Ich habe draußen eine Zeit ausgemacht. Weil Funkgeräte kannst du hier wieder vergessen. Ich weiß auch nicht, da muss man sich irgendwie noch was einfallen lassen, wenn man ein bisschen kommuniziert mit jemandem, der draußen ist. Hier ist ein Loch. Ja gut, das könnte schon so wie so ein Krankenhaus, weil das sind auch sehr breite Gänge. Ne? Das sind wirklich sehr breite Gänge, nicht die militärischen Bunker, die ich sonst so besucht habe und erkundet habe. Da waren das eigentlich mal sehr schmale Gänge. Aber hier sind das wirklich sehr, sehr breite Gänge. Jetzt zweigt das wieder überall ab. Wow, alter Schwede. Hier ist eine Tür, hier geht es zur Straße, das höre ich. Alter, guckt euch das mal an, Leute. Das ist schon echt wie in einer Höhle. Unten entsteht dann der Gegenpart. Dann ist die ganze Zeit runter drauf. Guck, wie weiß das hier schon ist. Sieht so ein bisschen aus wie Eis. Wie so eine Kruft. Hier oben sieht man noch so ein paar Metallstreben. Das kann sein, dass hier mal die, für die Beleuchtung hier die Drähte und Kabel so hergingen. Weil sonst sieht man ja eigentlich hier nichts. Da geht es auch irgendwie rein aus dem Loch. So, dass ich hier auch nichts nicht so drauf trete auf diese Sachen, die sich hier entwickeln. Ja, da ist auch nochmal so eine kleine Höhle dahinter irgendwie. Oh, Leute, guckt euch das mal an. Oh, das sieht schon wirklich spektakulär aus. Also meistens hat man ja in den Anlagen halt leider nicht mehr so viel. Das ist alles schon abmontiert worden.
hier überall ab. Ich gehe jetzt mal querfeld ein. Ich bin mal mutig, aber theoretisch gesehen kann man sich eigentlich nicht verlaufen. Außer die Anlage ist so riesig. Eisenhaltiges. Also hier wird auch noch irgendwas dran gewesen sein. Und hier ist dann zu. Das sah auf den ersten Blick aus wie Gold irgendwie. Oder? Nee, kann ja nicht sein. Das ist ja richtig. Sieht ein bisschen so aus, aber das ist, glaube ich, nee. Das ist so eine Art Pilz. Krass. Also hat so ein bisschen einen Touch von so einem Bergwerk. Ja, also es ist, wie gesagt, ich erkundige mich nicht so weit vor, was es jetzt hier sein könnte. Also lass mich davon mal ein bisschen leiden, wenn ich in der Anlage bin, ob man das anhand dessen, was man vorfindet, noch ein bisschen nachvollziehen kann. Danach kann man sich immer noch belesen. Wichtig ist einfach nur zu wissen, ob das hier noch so begehbar ist. Ja, hier hat schon einer rangeschrieben, Ausgang. Okay. Ja, dann sind wir hier durch. Wir können. So Leute, ihr ahnt es. Ich bin wieder am Ruhr. Ich muss jetzt wieder hier durch. Das ist eigentlich so ein bisschen das Mango hier gerade. Ja gut, dann das filme ich jetzt mal eben nicht. Ich gehe mal eben hier durch. So Leute, jetzt seht ihr hier praktisch nochmal diesen Eingang, wo man jetzt hier rein muss. Ich zeige euch das mal eben kurz. Ich bin gerade ja wieder rausgekommen. Also, es ist nicht sehr hoch. Rucksack muss natürlich ab und dann müsst ihr euch reinkleiden lassen. Also wirklich eine ganz enge Geschichte. Und wenn ihr jetzt mal hier guckt, das ist im Prinzip hier hinten die Aufbaut noch ein bisschen zu sehen, da oben. Und wir waren jetzt da von da gekommen, da waren zwei Eingänge. Das geht hier praktisch um das ganze Gebiet. Hier hinten ist auch noch was drin. Also hier kann man echt noch viel erkunden. Ist halt auch sehr viel zugeschüttet. Ja, mal schauen, ob man noch was findet. Wir gehen jetzt hier erst noch mal eine Runde rum. So Leute, jetzt erstmal nichts mehr weiter gefunden. Es gibt bestimmt noch ein paar Sachen, aber das Gebiet ist wirklich sehr groß. Und hier hinten seht ihr noch mal, von da hinten sind wir hinten rumgegangen, also ungefähr die Hälfte von dem Gebiet vielleicht. Ein bisschen erkundet, aber wie gesagt, es ist viel verschüttet, viel vergraben. Soll man ja praktisch auch nicht mehr finden. Und ja, es ist halt ziemlich anstrengend, jetzt hier durch dieses ganze Gebiet hier zu gehen. Und kostet viel Zeit. Aber das lohnt sich definitiv nochmal ein, zwei Mal hierher zu gehen, um noch ein paar Sachen vielleicht zu entdecken. Aber ich würde sagen, das war's erstmal. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, das Video zu gucken. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann.